Per Skype zu mir geschaltet ist jetzt Philipp Brooks. Er ist Arbeitsrechtsexperte bei der Arbeiterkammer Wien. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Wenn ich einen Urlaub im Ausland buchen möchte, wo bringe ich denn dann jetzt am besten in Erfahrung, welche Regeln wo gelten? Wir haben tatsächlich seit Monaten eine Einreiseverordnung, die doch relativ holprig und für Nichtjuristinnen kaum verständlich formuliert ist. Deshalb hat die Arbeiterkammer vor einiger Zeit bereits einen sogenannten Einreisecheck gebastelt. Mit diesem Einreisecheck kann man sich relativ schnell einen Überblick verschaffen, welche Regeln gelten, wenn ich nach meinem Urlaub wieder nach Österreich einreise. Unter einreisecheck.ak.at muss man also nur das eigene Urlaubsland anklicken und sofort spuckt dieser Test sozusagen ein Ergebnis aus und teilt mir mit, brauche ich einen Test, wie lange muss der gültig sein, brauche ich eine Impfung, brauche ich eine Zweitimpfung und so weiter. Das war die einzige Möglichkeit, um all die Fragen aufzufangen, die bei uns eingetrudelt sind. Und Sie können sich vorstellen, ich glaube, Ihr Beitrag hat das wunderbar gezeigt, die Fragen werden eben mehr und nicht weniger. Welche Regionen zählen denn aktuell zu den Risikogebieten? Das ist natürlich die Frage, wie man Risikogebiete formuliert. Wenn man sich die Seite des Außenministeriums anschaut, dann ist dort eigentlich die gesamte Welt als Risikogebiet oder mit einer Reisewarnstufe behaftet vorgemerkt. Wir sind der Meinung, aktuell sind das die Länder, aus denen die Virusvarianten sozusagen gerade stammen. Das sind natürlich Südafrika, das sind Brasilien und Großbritannien. Wir haben aber bereits, gibt die Verordnung zwar noch nicht, aber die politische Ankündigung vernommen, dass in den nächsten Tagen eine verschärfte Einreiseverordnung kommen soll und diese Virusvariantenregionen ausgeweitet werden sollen. Ganz besonders im afrikanischen Raum habe ich hier einige Länder gelesen. Es sind natürlich Spekulationen, aber ich glaube, das, was die Hörerinnen und Seherinnen auf jeden Fall wissen wollen, ist vor allem im europäischen Raum, was sich da tun wird. Und hier kann ich alle beruhigen. Mein Stand und unser Stand der Dinge ist hier, dass innerhalb von Europa mit Vorweisen des grünen Passes oder eines der 3Gs das Reisen grundsätzlich unproblematisch funktionieren soll. Bis auf Großbritannien natürlich. Was muss man denn beachten, wenn man sich jetzt bewusst dafür entscheidet, in ein Risikogebiet zu reisen? Haftet man dafür, wenn man jetzt eine Virusvariante einschleppt? Grundsätzlich ist es so, die Probleme beginnen erst, wenn ich nach dem Urlaub nicht rechtzeitig an den Arbeitsplatz zurückkehre. Das heißt, wenn ich schon weiß, dass ich aufgrund des Reiseziels nach dem Urlaub 5 Tage in Quarantäne muss und mich nach 5 Tagen freitesten kann, dann bin ich verpflichtet, meinen Urlaub oder meinen Zeitausgleich so lange zu beantragen, damit ich eben sehr wohl rechtzeitig zurückkomme. Problematisch wird es dort, wenn ich in ein Land fahre, das jetzt noch als frei sicheres Land gilt und dann während meines Aufenthalts dort plötzlich die Reisewarnstufe erhöht wird. Das ist gerade in Deutschland passiert, dass Portugal von einem Tag auf den anderen hochgestuft hat. Und hier stellt man sich die Frage, na, wer ist denn jetzt eigentlich dafür verantwortlich? Wir sind der Meinung, alles, was mir als Arbeitnehmer zumutbar ist, an Informationen einzuholen vor dem Urlaub, werde ich mir wohl zurechnen lassen. Alles, was unerwartet von einem Tag auf den anderen sozusagen verordnet wurde, konnte ich nicht vorhersehen. Und dann wird eine Dienstverhinderung vorliegen und für die Dauer der Quarantäne wird der Arbeitgeber einspringen müssen, weil mich sozusagen kein grobes Verschulden trifft, hier in ein Land gefahren zu sein, das plötzlich in der Reisewarnstufe hochgestuft wurde. Das Reisen als solches ist ja nicht ansteckend. Es zählt tatsächlich mein Verhalten am Urlaubsort. Und wenn wir uns die letzten Monate anschauen, dann werden wir ja nahezu angefleht von der Tourismusministerin, wieder Reisen zu buchen. Das heißt, so verpönt und so ungewollt wird das Reisen für die Wirtschaft gerade nicht sein. Und deshalb bin ich der Meinung, es zählt ein goldener Mittelweg. Reisen ist okay, aber bitte davor einfach informieren, was gilt, wenn ich wieder einreise. Und hier ist der von mir vorhin genannte Einreisecheck ein wunderbares Tool, um sich hier die Infos relativ knackig und schnell einzuholen. Was würden Sie denn raten, wenn dieser Fall tatsächlich eintritt? Man ist in einem Land und während man dort ist, wird es zum Risikogebiet erklärt. Sollte man dann so schnell wie möglich abreisen, um gar nicht in diesen rechtlichen Graubereich zu gelangen, den Sie vorhin beschrieben haben? Das allererste und das allerwichtigste ist, immer sofort den Arbeitgeber zu kontaktieren. Ich glaube, der Großteil der Arbeitgeber zeigt sich hier ohnehin kulant. Der Großteil der Arbeitgeber will auch nicht, dass man nach einer solchen Reise eines Landes, das gerade aufgrund von hohen Zahlen hochgestuft wurde, am nächsten Tag wieder ins Büro kommt. Das ist der Normalfall. Klarerweise, wenn das dann der einzige Fall wäre, hätten wir keine Arbeit. Das heißt, es wird auf jeden Fall Arbeitgeber geben, die das nicht so locker sehen. Und die gilt es einfach vorab zu informieren, zu fragen, was ist dir lieber? Soll ich sofort zurückkommen und in Quarantäne gehen? Soll ich danach in Quarantäne gehen und wir machen Homeoffice? Also da kann man ganz viele flexible Lösungen finden. Wir wissen aber, dass viele auch im Homeoffice einfach nicht machen können. Und hier gilt es, alles zumutbarer zu unternehmen, dass der Arbeitgeber nicht vor vollendete Tatsachen gestellt wird.
immer sofort im Betrieb anrufen, fragen, was soll ich machen. Meine Wahrnehmung gerade bei Portugal ist, dass hier kurzfristige sozusagen Stornierungen und frühere Abreisen relativ unproblematisch verlaufen. Das heißt, gerade für die unflexibleren Arbeitgeber gibt es hier die Möglichkeit, einfach früher abzureisen und den Dienst sehr wohl noch zeitgerecht anzutreten. Sie haben schon erwähnt, in Europa gelten die 3G-Regeln. Man muss also getestet, genesen oder geimpft sein. Aber viele Menschen haben bislang nur die Erstimpfung erhalten. Gelten Sie denn damit schon als geimpft? Das kommt tatsächlich auf das jeweilige Land an, in das ich fahre. Also viele denken, wenn wir jetzt den grünen Pass haben, dann ist der grüne Pass, den ich in Österreich bekomme, meine Bestätigung mit QR-Code in allen Ländern gleichwertig. Es gibt sehr wohl Länder, die Tests bereits ab dem 6. Lebensjahr einführen. Das ist zum Beispiel Italien, deren das in Österreich erst ab dem 12. Lebensjahr der Fall ist. Also der grüne Pass, den ich habe, ist eine Bestätigung, dass ich eine bestimmte Impfung oder dass ich genesen bin oder dass ich ein gewisses Maß an Antikörpern habe. Aber es ist eben nicht sozusagen in ganz Europa einheitlich in jedem Land jetzt geregelt, was der österreichische grüne Pass dort für Rechte mit sich bringt. Das heißt, man muss immer zuvor auch auf den jeweiligen Infoseiten meines Urlaubslandes nachschauen, reicht dort die Erstimpfung oder reicht sie nicht. Wir wissen, in Österreich ist es zum Beispiel unproblematisch, nach dem 22. Tag ab der Erstimpfung gilt man quasi als geimpft, kann mit der Impfbestätigung zum Wirten gehen. Ich weiß aber zum Beispiel aus Griechenland, wo ich vor 2 Wochen war, dort reicht das nicht. Ich musste zusätzlich, weil ich die Zweitimpfung noch nicht hatte, einen PCR-Test machen. Das heißt, nicht verwechseln, der grüne Pass ist eine Erleichterung, dass die ganze Zettelwirtschaft aufhört und man sich die Bestätigungen aufs Handy holt. Aber es ist nicht eine europäische Norm, die jetzt in allen Ländern gleichmäßig sozusagen gilt und gleichmäßig anerkannt wird. Die Rechte, die sich aus meinem grünen Pass ergeben, können in jedem einzelnen Mitgliedstaat ganz andere sein. Und hier gilt es immer zu schauen, was gilt an meinem zukünftigen oder geplanten Urlaubsort tatsächlich. Philipp Brooks, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr, sehr gerne.